Willkommen zu unserem dritten Staffel Minecraft Let's Play. Es ist wieder ein Together, wie ihr seht. Und diesmal ist es ein Let's Show Play Minecraft. Und das fängt schon damit an, dass Desert jetzt arbeiten geht und wir nicht so viel davon sehen werden. Und er auch Sachen offscreen work, macht. Work. Bitte? Work, work. Work, work, genau. Und ich euch zeige, was wir jetzt schon so gebaut haben. Und wir beginnen damit, dass ich hier eine Trennwand eingezogen habe. Achso, für die Leute, die jetzt gerade dazuschalten. Das hatte ich am Ende der letzten Staffel erklärt. Ein Showplay heißt und ist die Idee von Dutchman64. Steht in meinen Kanalbeschreibungen. Könnt ihr gucken, da steht er drin. Er hat das erfunden. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, sondern Dutchman64. Und wir machen das jetzt nach und haben auch die Erlaubnis dafür. Und deswegen verweise ich auch, die Idee ist nicht von uns, sondern von ihm. Und er erlaubt das den Leuten, wenn die sagen, dass die Idee von ihm stammt. Und das haben wir jetzt schon gemacht. Und ja, das heißt also, wir arbeiten offscreen auch an Projekten und präsentieren die euch dann. Und damit kommt man in so einer Welt wesentlich weiter, als wenn man nur ein Let's Play macht. Weil ihr wisst, in den ganzen 30 Folgen des Let's Plays haben wir gerade mal geschafft, dieses Haus hier zu bauen. Und ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen. Und davon und das in 30 Folgen. Genau, in 30 Folgen. Und wir sind zwei Leute. Das heißt, also es hat immer noch ewig gedauert. Und um den ganzen Prozess jetzt etwas zu beschleunigen und uns auch ein bisschen mehr Freiheit in der Kreativität zu lassen, haben wir das jetzt so verändert, dass wir halt ein Showplay machen. Das heißt, wir können auch offscreen an Gebäuden weiterbauen, was wir hier auch schon gemacht haben. Und gehen aber trotzdem ab und zu mal auf Abenteuerreise oder bauen zusammen etwas und wir zeigen euch was. Also es ist eine gute Mischung aus allem und ich finde, wir profitieren beide davon. Also ihr als Zuschauer und wir als Spieler, weil wir unsere Kreativität halt auch offscreen ausleben können, euch das dann zeigen und das alles dann noch zu einer Sache gehört. Das heißt nicht, dass es nie wieder Let's Shows von uns geben wird, weil wir garantiert irgendwo mit irgendwelchen Leuten zusammen immer noch Welten bearbeiten werden. Ne? Ich habe da auch noch, oder wir haben da auch noch bestimmt ein oder zwei Welten, die ihr noch nicht gesehen habt. Und die werden dann weiterhin das showed. Also das wird nicht aussterben bei uns auf dem Kanal. Und ja, dann fangen wir jetzt erstmal an, oder? Jo. Schatz, hast du noch was dazu zu sagen? Nö. Doch, am besten sagst du noch mal, was du davon hältst, von der neuen Idee. Ja, das ist halt einfach genial. So kann man einfach noch nebenbei noch was anderes bauen. Und ihr bekommt das mit und unsere Welt wird immer größer. Genau. Nicht nur, dass wir unser Besucher-Special haben, sondern auch noch der Rest wird größer. Genau, das habe ich gar nicht gesagt. Wir haben ja noch das Besucher-Special, da bauen wir ja auch schon hier auf der Welt. Da seht ihr ja auch den größten Teil von. Also hatten wir quasi schon in Klammern diese Idee gehabt. Ja, in Klammern. Sozusagen. So, also dann fangen wir hier an. Also hier haben wir diese, habe ich diese Trennwand hier reingezogen. Und hier soll ein Badezimmer entstehen. Da ist auch noch nichts drin. Das ist einfach nur, ich habe die Wände gezogen. Und hier soll eine Bibliothek entstehen. Ach nee. Ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Fällt mir gerade so auf. Wollten wir es nicht so, dass wir aufs Feld gucken in der Bibliothek? Ist ja egal. Ich kann es ja nochmal umändern, deswegen machen wir ein Showplay. Also, dann werde ich die Wand wohl nochmal auf die andere Seite versetzen. Ja gut, da fangen wir ja schon mal richtig gut an. So, dann kennt ihr ja hier noch... Oh, das kenne ich noch nicht mal, da war ich, habe ich eben nicht geguckt. Da hat der Sato hier ein Fenster reingezogen, dass man endlich mal nach draußen gucken kann. Und da seht ihr noch die Tiere von der letzten Folge. Offscreen hat der Sato ein Schaf versprengt mit einem Creeper. Nicht ich, der Creeper war. Ja, der Creeper war der böse Creeper. Und ja, ich werde wohl nochmal Tiere sammeln gehen müssen. Ja, hier habe ich ein bisschen an der Bibliothek weitergebaut. Aber wie gesagt, wir wollten oben nochmal eine bauen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das ganze Wohnzimmer doch nochmal abreißen und umgestalten. Aber wie, weiß ich selber noch nicht. Auf jeden Fall ist es noch eine Baustelle. Das Badezimmer kennt ihr ja schon. Da hat sich nichts verändert. Und die Küche haben wir eingerichtet. Fragt mich nicht, wie ich auf die Idee komme, aber wir haben hier eine Wasserquelle in der Küche. Ja. Die Quelle quasi daheim. Genau, die Quelle daheim.
Dann haben wir hier so zwei Truhen, wo Sachen drin sind. Und hier haben wir ein Waschbecken jetzt. Also dieser Zauberdings haben wir jetzt einfach als Waschbecken genommen. Hier haben wir halt schön die Öfen. Und ich gucke mal gerade, ob alles schön aufgenommen wird. Ja, wunderbar. Und hier die Workbenches und ja, hier den Durchgang habe ich jetzt so mit Zäunen gemacht, weil ich denke, dass der so ganz nett aussieht. Und kann mir jemand sagen, warum ich jetzt so Magenschmerzen habe, weil ich auf einmal Hunger habe? Ich verstehe es nicht. Nicht mein Charakter, ich habe Hunger. Wo ich gerade eben noch keinen Hunger hatte. Aber naja. Hier gucke ich gerade, ja, das ist sogar symmetrisch. Ach, ich liebe es. Habe ich jetzt eine Sitzgelegenheit reingesetzt. Das ist der große Esstisch. Da ist ja die Küche, Esstisch. Wohnzimmer, oben soll ja dann halt das Studierzimmer sein, sozusagen, und das Schlafzimmer. So, das hat sich noch geändert. Und hier ist auch ein Fenster reingekommen. Wobei mir auffällt, dass das Fenster kleiner ist als das andere. Schatz, vielleicht haust du hier noch zwei Fensterscheiben rein, damit das symmetrisch ist. Sowas aber Sowas aber auch. So unsymmetrische Sachen hasse ich ja wie die Pest. Und das hier haben wir offscreen noch gebaut. Wisst ihr noch, dieses hässliche Loch, wo unsere Betten drin standen? Das ist jetzt verschwunden. Hier haben wir jetzt ein Picobello im Stil à la Sato gebautes Aufbewahrungslager. Weil Sato macht das ja immer so, er baut da so eine süße Treppe, wo man hochgehen kann und dann in die Truhe reingucken kann. Und ja, wenn das in Minecraft so ginge, auf jeden Fall, theoretisch würde man jetzt die Sachen in den Truhen sehen. Und ja. Da ist halt noch ein bisschen Licht, damit das hier nicht so duster ist und hier nicht wieder irgendwelche Zombies spawnen. Könnt ihr euch noch an die Folge erinnern aus Staffel 2, wo ich hier reingehen wollte und auf einmal kam ein Zombie mir entgegengerannt? Das fand ich wesentlich unlustig. Und ja, hier stehen überall Schilder dran, wo was drin ist. Das heißt also, es wird auch einfacher sein, sich auszurüsten, weil man halt nicht mehr so lange suchen muss. Diamanten haben wir übrigens zwei und mit zwei Diamanten kann man nichts anfangen. Das heißt, da muss man dringend nochmal auf die Suche gehen. So, das waren jetzt alle Sachen, die sich im Haus geändert haben. Da hätten wir bestimmt 20 Folgen dran gesessen, wenn wir es zusammen gemacht haben, hätten. Und so habt ihr das jetzt in einer Folge gesehen. Jetzt, oder in zwei, ich weiß ja nicht, wie ich das einteilen werde. Hier baut Sato, was baust du hier? Weiß ich noch nicht. Also, eigentlich sollte das mal ein Stall werden. Ich finde auch immer noch, es sieht aus wie ein Stall, aber er ist sich da nicht ganz so sicher. Ich finde, das sieht aus wie ein großer Stall, der fast so groß ist wie unser Haus. Wir wollen ja auch viele Tiere haben. Ja, genau. Dafür habe ich immer ein bisschen wenig. Aber dem kann man ja Abhilfe verschaffen. Hallo! Hallo, Deswegen kann man auch Hühnchen! die Autos züchten. Ja, wo ist das zweite Hühnchen? War doch gerade noch ein Hühnchen. Ich habe sonst drei Eier dabei. Notfalls baue ich mir jetzt noch nun eins, zwei, drei. Ach, Pech gehabt, so eine Kacke. So eine Kacke aber auch. Habe ich doch kein Hühnchen gesehen. Schauen wir mal hier um die Ecke. Oh. Ja, in Reih und Glied aufgestellter Samen. Baumsämlinge. Ach, wo ist denn hier? Hallo? Er sieht, es läuft immer noch ganz normal ab. Ihr braucht keine Panik zu haben. Wir laufen immer noch hier verpeilt rum und sammeln irgendwelche Sachen zusammen. Wo ist denn dieses Blöde? Haben wir jetzt echt nur. Da ist doch ein Huhn. Ich wollte doch sagen, wir haben noch mehr als ein Huhn und da unten ist auch noch ein Schwein. Hallo, Hühnchen, guck mal. Ja, gucke doch mal. Hallo, hallo. Hier. Du bist aber blöd. Hallo. Oh, da müssen wir das andere Hühnchen hier hinlocken, wenn das uns nicht folgen mag. So, wahrscheinlich erwischen wir das Schaf und nicht das Huhn. Ja, das Schaf, das geht schon voll auf uns ab. Hallo. Seid ihr jetzt heute tolerant gegen mich oder was? Hallo, guck mal, ich habe was ganz Tolles in der Hand. Hallo, hallo, wunderbar, jetzt kommen sie hinterher. Komm her, komm her. Wo ist jetzt das Huhn hin? Ich wäre so gern ein Huhn. Da ist das Huhn. Und da setzt die Minecraft-Musik ein. Und es hat ein Ei ausgekackt. Ein Ei. Was? Was hat es? Ein Ei? Ja, das kam nicht hinten raus, das kam beim Eierslot raus. Hühnchenliebe. Hui. Komm, macht Hühnchenliebe, Hühnchenliebe. Bock, bock, bock. Na, was ist das denn? Die gleiten auseinander. Wo ist denn das Hühnchen? Wo kommt das Babyhühnchen? Ich glaube, die sind verbuggt. Hallo? Notch, was machst du für eine Scheiße hier? Die können sich nicht mehr fortpflanzen.
Die knutschen miteinander rum, aber es passiert nichts. Jetzt hat das eine sogar ein Ei gelegt und hat aufgehört, Liebe machen zu wollen. Da ist ein Huhn. Jetzt hat's geklappt. Hallo! Boah, das ist ein großer Kopf. Hallo! Haben wir ein kleines Hühnchen. So. Das gleiche funktioniert auch mit Schweinchen. Wenn das Schweinchen uns mal folgen würde. Hallo! Wunderbar. So. Aufpassen, dass wir es nicht wieder... Ich hab's schon gesehen. Dass wir es nicht wieder zu Tode hauen. Hier lang. Plupp. Plupp. Da. Gleich haben wir ein Babyschweinchen. Und schnell weg, bevor irgendein Creeper mich in die Luft sprengt. Ja? Was macht ein Zombie in unserem Haus? Nee, oder? Wo kommt der denn her? Oben. Oben? Oh nein. Wo ist es nicht hell genug? Also für mich ist es überall hell genug. Vielleicht hier nicht. Ich komme nicht mehr rein. Oh nein. End of stream. End of stream? Mhm. Wie kann das denn sein? Keine Ahnung. Ich tue mal Minecraft neu starten. Da haben wir wieder Pleiten, Pech und Pannen. Wir haben immer noch keinen neuen Rechner und die Funkverbindung zankt. Und wir haben gerade mal 12 Minuten aufgenommen. Das fängt ja wieder gut an, muss ich sagen. Ich gehe jetzt einfach mal ins Bett. Wenn der Saturn nicht da ist. Dann können wir nämlich auch schlafen. Also wir können auch, wenn er da ist, schlafen. Aber so klappt das auch. Auf jeden Fall ist es dann draußen wieder zombiefrei. Hoffen wir mal. Stirbt irgendwas? Ich sehe noch gar nichts, dass irgendwas stirbt. Nee. Habt ihr es auch schon gesehen, dass die Schweine und die... Doch, da hinten sind auch Zombies und die leben sogar noch. Verrückt spielen, wenn die da Kinder bekommen haben. Genau wie die Hühnchen, die jagen dem die ganze Zeit hinterher. So. Ja. Und wie läuft's? Kommst du jetzt wieder rein? Oh mein Gott. Warum? Keine Verbindung, oder? Da doch, steht doch Joint the Game. Ja. Geht's jetzt doch? Ja, ich bin noch drauf, siehst du doch. Ja, wunderbar. Schau noch dran, Joint the Game. Okay. Wir werden uns dann mal auf die Suche machen nach noch mehr Tierchen. Ist das okay? Mhm. Gut. Entschuldigung, ich esse gerade wieder etwas und nehme ein Schwert, um mich gegen die Zombies zu verteidigen. Stirb! So. Und da ist das Schaf. Da ist das Schaf, was mir verloren gegangen ist. Und da ist eine blöde Spinne. Das ist vielleicht ein komisches Geräusch, wenn die eintreffen. Habt ihr es gehört? Dieses... nee, das kann ich nicht essen. Ah, das sollte ich nicht essen? Da, das darf ich essen. Das seht ihr noch aus dem, aus der letzten, Entschuldigung. Oh, das erschreckt mich so. Ja, ich esse auch gerade was. Ah. Und jetzt hat mal der Vergleich, Essen im Spiel hört sich komisch an und Essen in Real Life nicht. Ja, genau. So, ich nehme jetzt einfach mal dieses einzelne Schaf hier mit. Und da hat der Sato eine Baumfarm. Und werde dieses Schaf zu dem anderen Schaf bringen. Und dann... Wo ist das andere Schaf hin? Ach, ich hasse das. Ist das vielleicht das Schaf von eben? Ist das mir so weit hinterhergerannt? Oder wir haben leider ja noch keine Zäune. Nee, hier ist das andere Schaf. Hallo, Schaf. Na super. Jetzt rennt das Schaf wieder weg. Hallo, Schaf. Was ich ja eh seltsam finde. Ja, boah, ist das ein Baum geworden. Wir haben Äpfel hier, aber es gibt keine Apfelbäume. Apfelbäume, ja, das stimmt. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Babyschäfchen. Ich glaube, wir sollten das Loch hier mal zumachen, weil die sonst hier zu Tode fallen. Dann gehe ich mal schnell zurück und hole mal Erde. Mhm. Wisst ihr, jetzt haben wir alles schön sortiert. Das ist wesentlich angenehmer. Und ich glaube, ich muss gleich eine Pause machen und Nudeln essen gehen. Ich habe so Magenschmerzen. Ich weiß nicht, die kamen auf einmal. Ah. Was war das für ein Geräusch? So. Da habe ich jetzt die Erde. Und dann mache ich da draußen noch zu, damit die... Ach, du hast die in der Truhe geöffnet. Das habe ich bis dahin gehört.
dass die da nicht reinfallen können. So. La 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 la. So. Dann bauen wir hier mal zu. Schnell, bevor die da reinfallen. Weil die sich dann nämlich garantiert wehtun. So. Wir bauen es auch fast ganz zu. Weil wir da eh nicht mehr rein müssen. Demnächst, also in nächster Zeit wahrscheinlich eher nicht reingehen werden. So. Und dann gehe ich jetzt mal ins Haus und unterbreche die Aufnahme. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder mit lustigen Essgeräuschen beim Esstisch.